Nachdem die Tower Station mit den E-Rangers und Mystery Men unsanft auf Future Planet gelandet war, stellten alle Mitglieder fest, dass die durch schnell wachsende Samen erzeugten Pflanzen genug Sauerstoff zum Leben bildeten. Tom Typhoon konnte zusammen mit Mystery Man wieder auf seine geliebte Blattlausjagd gehen. Dabei stellte er erstaunt fest, dass Mystery Man einen guten Charakter unter der rauen Schale aufwies. Volltreffer! Für den nächsten Tag planen sie einen Erkundungsflug über den Planeten mit dem Turbojet und einem Speedglider von den Darkstars, welcher mit der Tower Station zusammen durch das Wurmloch geschleudert wurde. Ziel der Expedition ist es, neue Energiesteine aufzuspüren. Mannschaft werden Tom Typhoon mit Cleverbot und Mystery Man mit dem Speedglider von Jack Genius eingeteilt. Nach einem unaufgeregten Vormittag, bei dem die Begeisterung von Mystery Man über die sich ausbreitende Natur und die Helligkeit von überflogen sie eine kleine Gebirgskette. Plötzlich winkt Tom ganz aufgeregt und setzt auf einem Plateau zur Landung an. Ich habe da eine eigenartige Öffnung im Fels gesehen. Sie klettern um den Felsen herum. Was ist mit Black Boss passiert? Ist er wirklich ins Nichts geschleudert worden? So genau kann man es nicht sagen. Er ist schlau. Vielleicht ist ihm noch etwas eingefallen. Nur gut, dass uns bei der Explosion des Planeten Martuk nichts passiert ist. Weil sich um die Tower Station ein von mir programmiertes Kraftfeld legte. Ich hoffe, Skyjack und Rockwoman und die anderen konnten sich ebenfalls retten. Wir können mit der Energie unseres A-Moduls nur ein einziges Wurmloch erzeugen. Sie hörten abrupt auf zu reden, da sich vor ihnen eine Öffnung im Fels zeigte. Aus ein exaktes Dreieck und nur vom Himmel aus zu sehen. Sieht aus wie ein Eingang. Tom war schon hindurch, bevor ihn Mystery Man warnen konnte. Mystery Man folgte mit einem mulmigen Gefühl. Als sie die Höhle betreten, wird plötzlich der Gang vor ihnen von Licht geflutet. Am Ende des Ganges bleiben sie stehen. Ehrfürchtig blicken sie auf eine vor sich erhebende goldfarbene Pyramide. Cleverbot fand als erstes seine Sprache wieder. Wir sind wohl nicht die Ersten auf Future Planet. Cleverbot versucht vergebens, die Kommandozentrale zu erreichen. Hallo. Future Base, bitte kommen. Sie gehen auf die Pyramide zu. Tom staunt über die Schriftzeichen. Dies sind Hieroglyphen. Ich habe als Kind einige von ihnen gelernt. Mystery Man geht zu der Pyramide, drückt auf einen Stein. Und zischend gleitet die Mauer auf. Bitteschön. Tom geht als Erster. Sie befanden sich in einem alten Raumschiff. In der Mitte scheint die Kommandozentrale zu sein. So, dass wir die früheren Besitzer gefunden haben.
Tom nimmt einige merkwürdige Gegenstände in die Hände. Cleverbot berührt ein paar Symbole auf der Konsole. Cleverbot, Tom, ich würde vorsichtig sein. Ist doch alles eingemottet und verstaubt. Du brauchst keine Helligkeit. Es läuft. Cleverbot, Tom. So, eingemottet. Mystery Man berührt mit dem Rücken einen Schalter an der Wand. Plötzlich tut sich ein Wurmloch auf. Und schon werden sie hindurchgezogen. So, jetzt wissen wir wenigstens, wie alles funktioniert. Gott. Sie stehen auf einer anderen Welt. Über ihnen zwei Sonnen. Vor ihnen eine Burg. Moin. Ich habe mir schon immer gewünscht, einmal Ritter zu spielen. Cleverbot ist ja schon richtig angezogen. Na, dann kannst du ja gleich mal damit anfangen. Sie schauen gebannt auf die riesige Burg, dessen Zugbrücke sich öffnete. Tom schiebt die Gegenstände, die er immer noch in den Händen hielt, in seine Tasche und greift zu seiner K.O.-Taschenkanone. Aus der Burg stürmen drei Ritter zu Pferde in vollem Galopp mit gesenkten Lanzen auf sie zu. Tom hebt seine K.O.-Kanone. In diesem Moment zischt ein von der Burgmauer abgefeuerter Energiestrahl dicht an ihnen vorbei. Dein Satz? Seit wann schießen Ritter denn mit Strahlenwaffen? Sie blicken hoch und sehen zwei riesige Wesen auf der Burgmauer. Rückzug scheint mir die beste Verteidigung zu sein. Die Gestalten erinnern mich sehr an die Skelette aus der Pyramide. Sie scheinen über die Ritter zu wachen. Hier ist eine Öffnung im Fels. Da kommen sie mit ihren Pferden nicht durch. Nicht hinterher, meine ich. Alle laufen so schnell sie können auf die Lücke zu und schaffen es ganz knapp hinein, bevor das erste Pferd sie erreicht. Sehr freundlicher Empfang! Sie laufen weiter. Die Lücke im Felsen wird breiter und zu einer schmalen Schlucht. Die Reiter folgen ihnen nicht. Sie bleiben stehen. Ich frage mich, warum die Ritter uns nicht verfolgen. Hinter der nächsten Biegung wird seine Frage beantwortet. Vor ihnen liegt ein großer Talkessel und mittendrin eine riesige Burg. Wahrscheinlich sind die Bewohner dieser Burg und dieser anderen nicht die besten Freunde. Tom nickt. Keiner bemerkt den großen Schatten über ihnen. Im nächsten Moment wird Mystery Man an den Schultern gepackt und in die Luft gehoben. Ich traue mich nicht, meine K.O.-Kanone einzusetzen, wenn Mystery Man fällt.
wird er sich höllisch wehtun. Cleverbot und Tom sehen gebannt zu, wie Mr. Man von einem großen roten Drachen durch die Luft zu der Burg geflogen wird. Auf dem höchsten Turm setzt er ihn ab. Ritter umringen ihn und führen ihn in die Burg. Wir werden ihn befreien, aber jetzt suchen wir uns eine Deckung. Denn ich glaube, der rote Drache wird uns suchen. In der Dämmerung schleichen sie sich hinter die Burg. Tom, meinst du, das ist eine gute Idee? Glaubst du, die befürchten, angegriffen zu werden? Cleverwood schweigt. Eines der Dinge, die Tom aus der Pyramide mitgenommen hatte, stellte sich als ein extrem starker Laser heraus. Tom hatte mit den Dingen herumgespielt, während sie warteten. Das andere Gerät sah aus wie eine Fernbedienung. Mit dem Laser schneidet Tom ein Stück Mauer heraus, gerade groß genug, um hindurch zu schlüpfen. Sie stehen in einem dunklen Raum, völlig vergittert. Was für ein Witz. Andere brechen aus einem Gefängnis aus. Wir brechen in ein Gefängnis ein. Hier irgendwo muss Mystery Man sein. Tom versucht etwas. Er klopft an die Wand. Morsezeichen. Und siehe da, das Klopfen wird beantwortet. Es hört sich so an, als wäre das Klopfen genau über ihnen. Tom richtet den Laserstrahl zur Decke und schneidet eine Öffnung hinein. Wurde auch Zeit. Mystery Man springt zu ihnen hinunter. Als sie sich gerade die Hände schütteln, hören sie Stimmen. Tom zieht Mystery Man mit sich. Wir müssen weg. Ich hätte schwören können, dass... Ein Ruf unterbricht ihn. Der Auswurf wird entdeckt. Sie müssen fliehen. Dann rennen sie in Richtung Schlucht. Auf einmal taucht wieder ein Schatten über ihnen auf. Sind sie vorgewarnt? Es sind drei geflügelte Drachenritter. Tom hat freies Schussfeld. Er zieht seine K.O.-Kanone und erwischt einen nach dem anderen. Alle landen unsanft vor ihnen auf dem Boden. Noch rechtzeitig erreichen sie mit den Gefangenen die Schlucht. Ein riesiger schwarzer Drache kommt bis auf wenige Meter an sie heran. Er ist wirklich furchteinflößend. Den schmalen Durchgang erreicht haben, halten sie an und befragen den langsam zu sich kommenden Drachenritter. Wo sind wir hier? Komm. Jetzt die gleiche Geschichte wie bei den anderen, die sich Rock, Woman und Skyjack nennen. Welche Geschichte? Die sind vom Himmel gefallen und unser Anführer Drago denkt, es sind Götter wie die Wesen bei den Sturmrittern. Wir sind Drachenritter aus dem Nibelungental. Und waren allein auf dieser Welt, bis eines Tages die anderen Ritter mit
diesen mächtigen Wesen auftauchten. Bis dahin lebten wir friedlich. Die anderen Ritter schossen auf unsere Drachen, die uns beschützten. Boah. Die anderen Ritter waren plötzlich da? Ja, wir hatten die noch nie gesehen. Es gab einen riesigen Sandsturm und dann waren sie da. Ich habe die Geschichte anderer Kulturen studiert. Und es handelt sich bestimmt um eine Gattung Ritter, die in der Vergangenheit mit bösen Drachen gekämpft hatte. Darüber gibt es viele Sagen. Die Wächter haben sie bestimmt aus ihrer Welt gerettet und in eure Welt gebracht, weil ihr euch so ähnlich seid. Die anderen Ritter haben nur Angst vor euren friedlichen Drachen. Konnten wir nicht wissen. Vielleicht sollten wir uns doch einmal verständigen, statt uns zu bekämpfen. Tom sieht Mystery Man bewundernd an. Mystery Man, du bist mir ein Rätsel. Drachenritter, du bist frei. Mystery Man schreibt etwas auf einen Zettel. Drachenritter, nimm das und gib es Rockwoman. Der Drachenritter dreht sich um und geht ohne ein Wort. Tschüss, Papa, ich komm nicht mehr. Plötzlich hören sie Lärm von beiden Seiten der Schlucht. Jetzt ungemütlich! Tom zieht eines der Dinge, die er aus der Pyramide hat mitgehen lassen, aus der Tasche. Die Fernbedienung. Ich habe in meinem Versteck ein wenig Zeit gehabt und gehofft, das hilft uns. Tom versucht sich zu erinnern. Die Geräusche kommen näher. Ich drücke jetzt die gleichen Zeichen wie in der Pyramide, nur in umgekehrter Reihenfolge. Da wurden sie in den Strudel gezogen und landeten in dem Kontrollraum der Pyramide. Puh, war das knapp. Für heute reichen mir die Abenteuer. Zurück zur Basis. Die Wächter haben den Unterschied der Kulturen unterschätzt. Deshalb haben sie zwei von ihrer Art zurückgelassen. Wahrscheinlich führen von der Pyramide aus viele Wege zu anderen Planeten und Kulturen. Die Wesen sind unserer Zeit einiges voraus. Das werden uns die anderen niemals glauben. Hi, ich bin der Flo, ein Playmobil-Fan, und ich habe den Tom Typhoon und den Cleverbot in den Film gesprochen. Und das da ist mein Sohn Anton. Er hat morgen Geburtstag. Nämlich an Montag.